Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema meine Styleentwicklung. Ein sehr umstrittenes Thema, muss ich sagen, allgemein auf meinem Kanal. Ja, es ist auf jeden Fall interessant und deswegen dachte ich mir, machen wir das heute mal. Wir schauen uns Fotos von mir an von 2016 bis 2021 und schauen uns einfach mal so an, was der kleine Mahan da ja, gemacht hat. Wir werden auf jeden Fall auf sehr, ja, also da wird es auf jeden Fall ein paar cringige Outfits geben, aber ich bin der Meinung, dass es auch da ja, coole Outfits und eine sehr gute Wendung geben wird. Check das Video auf jeden Fall bis zum Ende ab. Ich muss auf jeden Fall nochmal Props an Robert Friedrichs rausgeben, denn ich habe dieses Videothema bei ihm gesehen und dachte mir, ey, es wäre auch für mich interessant, sowas zu machen. Check den Boy auf jeden Fall ab, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, Leute, wo starten wir? Also, ich habe mir hier eine Galerie auf meinem iPhone gemacht und ja, ich würde sagen, wir starten straight beim Jahr 2016. Und was direkt auffällt, ist, dass Mahan hier wahrscheinlich, ja, 30 Kilo dünner ist als jetzt gerade im Moment. Ja, kein Spaß, ich wiege da, glaube ich, original 65 Kilo. Es war 2016. Und zu der Zeit habe ich Fußball gespielt. Ich habe sehr, sehr viel Fußball gespielt. Ich war kein Hochleistungssportler und ich bin auch nicht irgendwie fast Profi oder sowas geworden. Aber ich habe viel Fußball gespielt und jetzt nicht in der niedrigsten Liga, sage ich mal. Leute, was trage ich da? Ich trage da Air Max One. Eine Balmain Jeans, die ich mir, by the way, für 150 Euro auf eBay damals gekauft habe. Ich weiß auch, ich habe mir das Geld zusammengespart. Zu der Zeit habe ich, war ich auch Schiedsrichter bei Fußballspielen. Allein überlegt mal, Schiedsrichter bei Fußballspielen. Und da habe ich mir auf jeden Fall noch so nebenbei Geld verdient. Und irgendwann habe ich mir dann halt die Hose gekauft. Ich weiß, by the way, auch bis heute nicht, ob die real war. Ich habe die einfach von eBay gekauft für 150 Euro und habe noch nie irgendwie, ja, jemanden das checken lassen, ob die echt ist oder nicht. Mir war es zu dem Zeitpunkt völlig egal. Ja, Leute, würde ich auf jeden Fall heute auf gar keinen Fall so machen. Damals auch sehr in gewesen, diese T-Shirt zum Layern und auch dieses Camouflage-Muster so ein bisschen. Ja, das war so der Style von dem Mahan 2017. Man muss auch sagen, die Klamotten, finde ich, stehen mir auf jeden Fall mehr. Die Hose ist sehr skinny, richtig skinny. Aber ich muss sagen, ich finde dieses Outfit besser als das ein oder andere Outfit, was noch kommen wird. Kommen wir zum nächsten Foto. Hier an der Alster in Hamburg trage ich rote Camouflage Valentinos. Also das ist wirklich absolut hässlich, muss ich jetzt sagen. Eine schwarze Jeans und den gleichen Pulli wie gerade eben mit den Camouflagen Ärmeln. Ja, was hat sich der Mahan damals gedacht? Der Mahan dachte sich, ey, ich habe ein rotes Camouflage-Muster und das kombiniere ich mit meinem ja, normalen Camouflage-Muster. Ich muss jetzt sagen, das Outfit fühle ich echt gar nicht. Zu der Zeit habe ich das echt gefühlt. Ich muss auch sagen, zu der Zeit habe ich mich sehr, sehr krass von Tony Marfood inspirieren lassen. Das war so damals so dieses Fashion-Vorbild für mich, bevor ich so mit YouTube angefangen habe. Seine Fits habe ich übelst krass gefunden. Also wirklich, seine Fits fand ich extrem geil. Allein sein Haarstyle fand ich übertrieben und den wollte ich auch so damals so etwas nachmachen. Das sieht man auch auf den nächsten Fotos, die gleich kommen werden. Nächstes Foto trage ich wieder Valentino-Schuhe. Ja, die gleiche Jeans wie gerade eben, auch unten hochgekrempelt. Das hatte ich damals von Tony Marfood, weiß ich noch. Da habe ich mich bei ihnen inspirieren lassen. Auch so dieser Cappy-Style und Kapuze drauf. Damals fand ich das Shirt voll cool, aber heutzutage würde ich das auf jeden Fall nicht mehr tragen. Ja, fit würde ich sagen. Ja, ist für die heutigen Verhältnisse natürlich schlecht, aber es sieht immer noch besser aus. Das finde ich krass. Finde ich, als die Fits, die gleich kommen im Jahre 2018. Hier sind wir im Jahr 2017, wenn ich mich nicht täusche. Hier trage ich die Yeezys. Das war so die Zeit, wo ich auch angefangen habe mit dem Resellen. Und das war auch die Zeit, wo ich zum ersten Mal so an richtig Geld gekommen bin. So, ich habe mit dem Resellen einiges verdient, habe mir damit meine ersten Kamera für YouTube geholt, mein erstes Equipment und.
Und das habe ich halt alles durchs Resellen verdient. Ich bin jetzt kein krasser Reseller irgendwie mit einer Instagram-Seite oder sonst was gewesen, aber ich habe auf jeden Fall mir sehr viel Mühe gegeben, sehr viele Schuhe zu kaufen und ihn dann weiter zu verkaufen. Der Yeezy, der steht immer noch hinter mir, ist so Legendary Schuh. Den werde ich nicht verkaufen. Das ist einfach so eine Erinnerung für mich. Die Jeans, Zara Jeans, also war zu der Zeit auf jeden Fall beliebt. Und ja, man muss sagen, dieser Fit ist hart. Hardcore katastrophal. Ich bin der Meinung, man sollte nicht die gleiche Farbe der Jeanshose mit dem gleichfarbigen Jeansjack kombinieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde, dass es sieht wirklich 0% ästhetisch oder sonst was aus. Also ein sehr, sehr schlimmer Mahan-Fit, muss man sagen. Würde ich so auf jeden Fall nicht mehr tragen. Ich finde, man kann schwarze Jeans und schwarze Jeansjacke anziehen. Also das beides kann man kombinieren. Aber der mit hellblau geht das auf jeden Fall gar nicht fit. Gehen wir rüber zu diesem Foto. Dieses Foto ist auf jeden Fall so ein richtiges Poser-Foto, finde ich, von mir. Das ist auch 2017. Hier erkennt man auch so richtig diesen Tony Marfood-Einfluss. Ich hatte hier eine Bomberjacke schwarz, Cardigan schwarz, schwarze Jeans und schwarze, ja, so Boots, würde ich sagen. Auch hier meine Haare. Lang nach hinten gegelt, so richtig so auf Tony Marfood gestylt. Also das war so richtig so mein Vorbild damals. Heute muss ich by the way sagen, fühle ich seine Sachen jetzt nicht mehr so krass. Und ja, er ist auf jeden Fall keine Fashion-Inspiration für mich so wie früher. Aber er ist ein krasser Künstler und ich verfolge ihn trotzdem noch. Und ja, gehen wir zum nächsten Outfit. Und ich muss sagen, dieses Outfit ist gar nicht mal, wenn man aus der heutigen Sicht drauf schaut, gar nicht mal so schlecht. Hier steht Hashtag guck einfach. Da hat sich der damalige 2017 mal an gedacht, ey, ich werde euch das allen zeigen mit YouTube, weil zu der Zeit habe ich neu angefangen, glaube ich, mit YouTube und das haben so einige belächelt, damals weiß ich noch. Und ich habe dann sowas gepostet wie Hashtag guck einfach. Was passiert so? Im Endeffekt ist ja auch etwas passiert, muss man sagen, ne? Das Auto finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich trage hier wieder diese Lederboots, schwarze Jeans, eine Oversize-Jeansjacke, einen ganz normalen Pulli in Grau und ein dunkelgraues Shirt zum Layern. Das könnte man rauslassen. Ich trage hier noch so eine schwarz-goldene Hugo Boss Uhr, die ich damals hatte. Und check mal die Haare ab. Die waren so richtig so auf Pinselfriese so angelehnt. Ich finde das Outfit gar nicht mal so schlecht. Also das könnte man sogar heute noch als so normale Person tragen und es würde gar nicht mal so schlecht aussehen. Dann kommen wir auch mal zum ersten Outfit aus dem Jahre 2018. 2018 Anfang war so das Jahr, wo ich meine ersten richtigen Erfolge hatte. Die ersten Videos mit 100.000 Views. Ich hatte 20 Videos im Monat hochgeladen und alle Videos haben irgendwie mehr als 100, 200.000 Klicks bekommen. Das damals war, wie viel ist dein Outfit wert im Extrem-Hype? Also das ist auf jeden Fall übertrieben krass gewesen. Und damals hat der Mahan eventuell auch die ein oder andere Geldsumme verdient, wo er sich dann dachte, ey, eventuell kaufe ich mir mal jetzt auch mal ein paar teure Klamotten. Denn das wollte der Mahan damals schon immer machen. Also ich wollte damals schon immer irgendwie Geld in Klamotten mal so auf entspannt investieren. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt nicht so auf Krampf sich irgendwie jetzt Geld zusammensparen, sich dann irgendwas kaufen, sondern einfach auf entspannt. Ich gehe in den Laden rein, sehe was und kaufe es mir einfach. So, das war so ein bisschen der Vibe von damals, muss ich auch sagen, so ein richtiges Jugendding. Ich war da 18, weiß ich noch. Und dachte mir, ey, ich kaufe mir mal jetzt die Gucci Ace, von denen ich so lange, ja, geträumt habe, so mäßig. Ja, Off-White Shirt, Gucci Cappy und die Gucci Ace mit schwarzen Socken, eiskalt, Digga. Es ist so Katastrophe, ne? Ja, das war so ein, ja, so ein richtig katastrophales Outfit, muss man sagen. So ein richtig katastrophales Outfit, also for real. 0% Ästhetik, da bin ich so ein bisschen in diesen Hype-Film reingefahren. Und dachte mir, ey, ich ziehe mich eventuell einfach an wie die Person aus meinen Videos, so ein bisschen. Ja, einfach irgendwelche Brands. Gehen wir dann weiter. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Outfit: Off-White Longsleeve, Human Race und Gucci Cap. Also wirklich, ne, so richtig katastrophale Fits. Und ich verstehe, warum mich damals Leute für meinen Style gehatet haben, weil es ist halt nicht Fashion, wenn man sich einfach irgendwelche teuren Klamotten kauft aus dem Laden und die dann irgendwie versucht miteinander zu kombinieren. Also man kann sich mit Geld,
keinen Style kaufen. Klar, man kann sich teure Klamotten mit Geld kaufen, krasse Klamotten und die dann irgendwie kombinieren, aber wenn du diesen Ästhetik- und Geschmackfilm nicht verstehst, dann kannst du dir auch nicht mit Geld irgendwie einen guten Style kaufen. Kommen wir jetzt zum Jahre 2019. Anfang 2019 war ich eigentlich genauso drauf wie 2018. So. Hier haben wir jetzt ein Foto, Balenciaga Speed Trainer, Röhrenjeans, ja, so ein Rocker-Shirt von The Kupils und eine Steppjacke von Woolrich. Ja, von den Proportionen, finde ich, sieht das alles so scheiße aus. Es macht gar keinen Sinn, finde ich. Aber man muss sagen, die Schuhe trage ich heutzutage immer noch, wenn ich rausgehe mit meinen Jungs irgendwo auf entspannt mit einer Jogginghose. Zwar jetzt nicht mal in der Hamburger Innenstadt oder so, aber wenn man auf entspannt rausgeht, gehen die Schuhe auf jeden Fall noch fit. So, gehen wir jetzt weiter zum Jahre 2020. 2020 Anfang, okay, der Anfang vom Jahr 2020, der verlief nämlich immer noch genauso wie 2018 und 2019, aber im Jahre 2020 ist etwas Bestimmtes passiert, worauf wir auf jeden Fall nochmal gleich eingehen werden. Ich fange einfach mal an mit diesem Foto. Als Kontrast ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man hier dieses Foto am Anfang sieht. Ich trage hier Gucci Ace, immer noch eine Skinny Jeans, eine graue, schwarzer Pulli mit sehr langen Kordeln, was ich nicht so fühle, um ehrlich zu sein jetzt. Die Steppjacke, also die Pufferjacke, die ziehe ich bis heute immer noch an. Ist eine ganz normale Zara Pufferjacke. Und hier die Gucci Cap in schwarz. Rein farblich ist das jetzt gar nicht mal so schlecht abgestimmt. Das Outfit hier ist so ein Standard Kanaken gehen in Shisha Café Outfit. Fühle ich zu 0%. Allein die Gucci Cap und die Gucci Ace, die, also das ist so für mich das Ausgelutschteste, was momentan so am Start ist. Ich fühle das wirklich gar nicht mehr. Gehen wir jetzt rüber zum ersten Foto und das war kurz bevor der Lockdown begonnen hat. Hier muss ich sagen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Von den Farben her ist es ganz okay. Von den Proportionen geht das noch fit. Es ist keine extrem, extrem skinny Jeans. Es geht noch fit, finde ich. Ist, by the way, eine Jeans von Saint Laurent. Die kann man auf jeden Fall immer noch anziehen und die geht immer noch fit. Ja, das Outfit ist, würde ich sagen, von einer, also eine 5 von 10. So ein ganz normaler Standardfit. Man kann jetzt nicht viel dagegen sagen. Es ist halt, ja, ganz normal, sage ich mal, ne? So, und das war das letzte Outfit, was ich vor dem Lockdown gepostet habe. So, dann kam der Lockdown und ich hatte sehr viel Zeit zu überlegen, was habe ich falsch gemacht vielleicht in letzter Zeit und was könnte ich richtig machen jetzt, wenn der Lockdown zu Ende ist und man ganz normal wieder shoppen kann, sich Klamotten kaufen kann und ich wieder so ein bisschen mit den Instagram-Fotos starten kann. Ich habe mir dann überlegt, ey, das Thema Proportion, ich sollte das eventuell auf mich besser einstimmen, besser anpassen. Und dann habe ich mir die erste weite Jeanshose gekauft und ja, einen coolen Jordan 1er und habe dann dieses Foto gepostet. Ich finde persönlich, das ist der Anfang vom Ende, wie man so schön sagen kann. Ich finde, das Outfit ist ein sehr cooles Outfit. Ich würde es immer noch tragen und es passt zusammen einfach. Ich habe hier eine weite Jeanshose, die Jordan 1er und ein cremeweißes Shirt, was nochmal ja, zum Schuh passt. Es ist natürlich alles nochmal eine subjektive Sache. Jeder muss es natürlich selbst entscheiden. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ja, ey, du hast recht, das ist wirklich ein cooles Outfit. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ey, das sieht scheiße aus. So, ist immer subjektiv. Aber ich für mich selber kann sagen, ey, ich bin der Meinung, das ist auf jeden Fall ein cooler Fit. So, dann ist mir natürlich nochmal was ausgerutscht, und zwar dieser Fit hier. An den Tagen, wo ich das Outfit gemacht habe, war ich in München bei Hype Needs und ja, die Jungs hatten mir halt diese ganze Schuhsammlung da gezeigt und ich bin eigentlich mit einem Pulli, also ich weiß noch, mit meinem Balenciaga Sinners Pulli dahin gefahren und anderen Schuhen. Die Schuhe habe ich dann bekommen und ich hatte halt dieses Shirt halt unter meinem Balenciaga Pulli einfach so angehabt. Und so lief ich dann da rum, weil es sehr warm war. Eigentlich passt das nicht so krass zusammen und ich hätte eigentlich auch ein anderes Outfit angehabt, aber das hat sich so in dem Moment angeboten, dass ich halt neben den Schuhen da so ein Foto mache und ich hatte halt dieses Outfit da an. Deswegen habe ich das dann einfach hochgeladen. Es war auf jeden Fall auch ein cooles Foto hier mit den ganzen Schuhen, aber das ist, diesen Fit nehme ich nicht so krass ernst und den zähle ich jetzt auch nicht so krass dazu. Gehen wir weiter, es wurde ein bisschen kälter, man hat wieder angefangen Puffer Jackets zu tragen und ich habe diesen Fit rausgehauen. Ja, es ist einfach ein solider Fit. Ich trage hier Jordan 1er Royal Blue, ganz cooler Schuh, schwarze Jeanshose auch weiter,
ein, ja, so ein Band-Shirt von The Kuppels, meine Puffer-Jacket und eine Cap. Ich finde, das ist ein cooles Outfit. For real. Würde ich heute eventuell auch so tragen. Auf jeden Fall kein schlechtes Outfit. Dann kommen wir jetzt zu einem Outfit, wo jeder so den hier gemacht hat. So, ist das wirklich Mahan? So, und zwar dieser Fit. Ich trage hier die Balenciaga C-Shape, ein weißes Creme-Shirt, eine Skinny Jeans noch von Zara und Travis Air Force. Ich fand den Fit extrem geil. Die Jeanshose könnte man eventuell ja ändern. Also da würde eventuell noch eine weitere Jeanshose besser passen. Aber an sich ist das kein schlechter Fit. Und viele haben sich gewundert wegen der Balenciaga-Jacke. Viele aus meinem Umfeld, die sich nicht so krass mit dem Fashion-Thema beschäftigen, haben mir so gedacht, Digga, was ist das für eine Jacke? Aber sehr viele aus ja, dem Fashion-Umfeld, den man so hat, haben mir sehr viel Lob zugesprochen für die Jacke. Ich muss auch sagen, die Jacke ist halt for real eine sehr kranke Jacke. Und Digga, die kostet eiskalt 1800 Euro. Ich habe die zwar günstiger bekommen, aber ja, Digga, also es war schon lange ein Grail von mir. Und ja, Digga, also es ist eine geisteskranke Jacke. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Fit gepostet habe, hat die Jacke jedoch noch nicht mir gehört. Erst zu diesem Zeitpunkt hier, wo ich das Outfit hier gepostet habe, gehörte die Jacke zu 100% mir. Ich habe die gekauft. Und ich finde so, das ist so einer der besten Fits momentan von mir. Ihr könnt das ja gerne mal so abstimmen, aber ich finde, ich habe das perfekt. Also, for real. Perfekt abgestimmt so. Es widerspiegelt auch so richtig den Style, den ich so momentan fühle. Und zwar dieses, ja, dieses clean gehaltene alles. Alles passt zueinander und irgendwie ist da trotzdem was dabei, eventuell was, ja, cooles. Zum Beispiel ein Schuh oder hier die Jacke in dem Fall. Aber im Endeffekt passt alles zueinander. Und ich habe auch natürlich darauf geachtet, dass hier auch die Silhouette irgendwie stimmt, so, wisst ihr? Also hier steckt auf jeden Fall bisschen mehr Kopf als jetzt irgend so ein Gucci-Fit hinter. Und ja, dann ging es halt damit weiter mit dem Fit. Das hat so die meisten Likes im Jahr 22 bei mir auch perfekt abgestimmt. Ich finde auch hier ein sehr cooles Outfit, würde ich immer noch genauso tragen. Das ist jetzt ein Outfit von vor kurzem. Auch finde ich cool. Hier habe ich auch mal was Gewagtes und zwar hier diese Lederjacke. Lederschuhe, also diese Lederoptik, sage ich mal. Ich finde auch hier das Outfit sehr cool. Ich habe auch drauf mal geachtet, dass eventuell der Hintergrund so ein bisschen dazu passt. So, wisst ihr? Wie zum Beispiel hier bei den Schuhen, bisschen so hinten auch orange. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Hier, ich finde, das ist ein sehr clean gehaltenes Outfit. Auch wenn die Schuhe ja, bisschen laut sind, aber ansonsten ist das Outfit eher ruhiger, eher entspannter, finde ich. Und ja, hier kommen wir jetzt zu dem letzten Outfit, was ich gepostet habe. Das habe ich vorgestern gepostet. Hier bin ich momentan, sage ich mal. Hier trage ich zum ersten Mal eine Flared-Jeans-Hose. Finde ich übertrieben cool. Die Hose ist auch etwas weiter, wie man sieht. Ich bin momentan sehr zufrieden mit meinem Style, muss ich sagen. Und ich bin auch der Meinung, dass ich mich gerade in eine sehr gute Richtung entwickle. Was ich gemerkt habe, ist halt dieses, man fängt halt eventuell, sag ich mal, vielleicht mal mit Gucci, Off-White oder sonst was an. Viele finden diesen Bezug zu Fashion eventuell durch die Hype-Szene. Ich habe zum Beispiel sehr viele Personen mal in meinen Videos gehabt, die sich genauso wie ich wie damals angezogen haben und heute ziehen sie sich einfach an wie so, Digga, so richtig kranke Fashion-Models, wisst ihr? Ein krasses Beispiel hätte ich, aber ich glaube, die Person möchte nicht, dass die erwähnt wird, denn ich hatte mal jemanden bei Meet the Hypebeast am Start, der ja zum Teil sehr viele Hypebeast-Klamotten hatte, aber heutzutage eine sehr krasse Brand so auf die Beine gestellt hat, so. Der ein oder andere weiß vielleicht, wen ich meine, aber ja. So findet man aber im Endeffekt so ein bisschen den Bezug dazu. Und irgendwann muss man einfach nur noch lernen, seinen eigenen Geschmack zu entwickeln. Und so lief es halt auch bei mir ab. So langsam, langsam findet man einfach seinen eigenen Geschmack, seine eigene Stilrichtung, die zu einem passt. Und die fährt man dann so lange, bis es immer besser und besser wird. So, das sieht man auch bei vielen YouTubern. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Fits von damals von anderen Fashion-YouTubern angeschaut hätte, dann hätte man auch nicht eventuell heute damit gerechnet, dass sie sich so cool heute anziehen. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, Leute, das war so meine Style-Entwicklung. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Mich würde das auf jeden Fall interessieren, was ihr eigentlich dazu so sagt. Ich weiß, das Video ist ein bisschen länger geworden, deswegen geht Kuss an jeden raus, der sich das Video bis hierhin angeschaut hat. Ja.
Schreibt mal eure Meinung und alles in die Kommentare, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.